Seit meiner frühen Kindheit habe ich mit Gemälden und Farben gelebt. Ich verbrachte Jahre mit meinem Vater in seinem Atelier und lernte, Bilder vorzubereiten und mit Farben zu arbeiten. Aber erst nach meinen Studienjahren in Wien habe ich angefangen, täglich zu malen. Meine Kompositionen basieren hauptsächlich auf Harmonie. Und das Ziel ist es, durch Farben und Formen eine befriedigende Welt zu schaffen, die sauber gestaltet ist und fein harmonisiert. Heute verbringe ich fast jeden Tag in meinem Atelier in Zürich. Aber irgendwie, ich finde in vielen meiner Bilder Erinnerungen an Landschaften des Libanon. Als klassischer Musiker beherrscht man die Kunst des Augenblicks. Musik vibriert und bewegt sich im Raum. Während das Malen eine Kunst ist, die bleibt, es ist ein Material, das die Emotionen des Malers einfrieren kann, damit jeder es sehen kann. Ich male ausschließlich in Ölfarben. Ich mag die Textur und die Kraft der Farben. Das Konzept der Emotionen mag einfach erscheinen, aber Emotionen sind kompliziert. Jede Emotion ist eine Komposition verschiedener Gefühle. Und das gleiche gilt für die Malerei. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die große Hauptkomposition, die große Hauptemotion. Ich denke so viel darüber nach, wo ich jede Form und jedes Element in einem Gemälde platzieren soll, um eine ultimative, perfekte Komposition zu erreichen. Meine blauen Bilder stammen aus meiner mediterranen Natur. Weil wir niemals das Blau des Meeres oder das Blau des Himmels berühren können, es gibt einem ein Gefühl von Distanz. Blau enthält eine kühle Vibration. Für mich Blau ist die große Farbe unserer tiefsten Gefühle. Ich versuche, mein Verständnis von Musik beim Malen einzubringen. Genau wie Musik hat jedes Gemälde seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Melodie und Harmonie und sogar eine spezifische Intonation zwischen den Farben. Meine gelblichen Gemälde zeigen Zärtlichkeit und Selbstreflexion. Sie wirken wie eine Therapie. Nach Fertigstellung eines Gemäldes, es gibt ein großes Gefühl von Kreativität und Leistung. Ich wurde süchtig nach diesem Gefühl, deswegen ich wurde süchtig nach Malerei. Ich bin bereits in der dritten Generation von Malern in unserer Familie. Malen gibt mir ein bereichendes Gefühl, wie bei einem Bauer, der sein Land mit seinen eigenen Händen kultiviert. Man erschafft etwas, das heranwächst und sich anfassen lässt. Ich fühle mich erfüllt, wie sich meine Hände mit Ölfarbe färben und ich mein Gemälde wachsen sehe. Eine tiefgreifende, harmonische und ansprechende Komposition zu schaffen, ist meine Motivation zu malen.